Herzlich willkommen zur zweiten Videoserie in der dritten Woche. Jetzt geht es um das Thema Serialisierung. Wir haben ja häufig in unseren Programmen das Problem, dass zwei reaktive Systeme sich unterhalten sollen. Und dann gibt es auf dem einen reaktiven System eine Datenstruktur, Messwerte beispielsweise, Kundendaten, nehmen Sie, was Sie wollen. Und diese Daten müssen von dem einen System ins andere hinüber. Jetzt kann der Übertragungskanal aber eigentlich nur Byte-Arrays, also Byte für Byte übertragen oder Bit für Bit sogar. Und jetzt müssen wir also unser Objektgeflecht in ein Byte-Array übersetzen und das Byte-Array wieder zurück ins Objektgeflecht. Und das ist Serialisierung. Und das schauen wir uns jetzt mal an in verschiedenen Varianten. Hier nochmal grob das skizziert, was ich gerade schon mal auf der Tonspur erzählt habe. Sie haben einen Sender. Da ist zum Beispiel eine Kundendatenstruktur, mein Kunde 4711, den serialisiere ich, bringe ihn also als Folge von Bytes auf den Übertragungskanal und am anderen Ende der Übertragung, also im anderen reaktiven System, deserialisiere ich das wieder und es kommt aus dem Byte-Array oder aus der Folge von Bytes wird wieder ein Kundenobjekt oder eine beliebig komplexe Objektstruktur. Damit das geht, müssen natürlich Sender und Empfänger eine Interpretationsvorschrift vereinbaren. Das heißt, ich muss ja den Kunden eindeutig auf das Array von Bytes abbilden können und das Byte-Array wieder eindeutig ein Kundenobjekt. Also müssen Sender und Empfänger gemeinsames Format vereinbaren. Da gibt es verschiedene Vorschläge, wie man es machen kann. Je nach technischem Kontext bieten sich da unterschiedlichste Lösungen an. Typisch für Java zu Java ist die Java-Serialisierung. In dem Umfeld, wo Sie Java auf der einen Seite und eine andere Sprache auf der anderen Seite haben, geht das natürlich nicht mehr. Dann nehmen Sie XML oder JSON. JSON ist jetzt sehr verbreitet. Oder zum Teil die Corba Data Records, wenn Sie so etwas ältere Lösungen haben oder noch Corba verwenden. Corba ist ein älterer Mittelwehrstandard. Und das Objekt, das Sie übertragen wollen, oder das Objektgeflecht, wird beim Sender in das Format übertragen, das Sie sich überlegt haben. Also von Kundenobjekt in Java in XML und auf der anderen Seite von XML wieder in Kundenobjekt von mir aus in C Sharp oder PHP. Und der Empfänger deserialisiert das Objekt dann wieder oder die Objektstruktur. Also aus Byte-Array wird wieder komplexes Objektgeflecht. Und dasselbe machen Sie unabhängig vom Systemtyp, also auch ein eingebettetes System, sprich also auch ein sehr kleiner Mikrocontroller, der über serielle Schnittstellen sich unterhalten würde, muss das tun. Natürlich verwendet er jetzt nicht so geschwätziges Format wie XML, sondern Sie bauen da selber was, also Übersetzung von Ihren Datenstrukturen in Byte-Array oder lassen sich zum Beispiel von Google Protobuf helfen. So, warum müssen Sie sich jetzt mit der Kommunikation beschäftigen? Die Kommunikation ist letztendlich ein Austausch von Nachrichten und so eine Nachricht müssen Sie serialisieren und deserialisieren können. Also selbst wenn Sie keine Daten übertragen, sondern nur Informationen oder Events, brauchen Sie dieses Thema Serialisierung. Und jetzt kann man sich natürlich schon fragen, wenn es verschiedene Varianten gibt, wie Sie es bauen können. Also mit XML, JSON oder mit irgendeinem selbst ausgedachten Binärformat. Was nehmen wir jetzt und welche Vor- und Nachteile haben diese Formate? Und deswegen müssen wir uns das mal genauer anschauen und verschiedene Middleware-Standards schreiben ein paar Sachen vor. Also zum Beispiel, wenn Sie mit SOAP-basierten Web-Services arbeiten, dann haben Sie zwingend XML drin. Andere Standards wie REST machen keine Vorgaben. Da können Sie JSON, XML oder auch ein selbst ausgedachtes Binärformat nehmen. Also das müssen wir uns mal genauer anschauen. Welche Rolle spielt das Format von Nachrichten? Diese Datenformate sind ja verschieden kompakt und verschieden plattformabhängig. Also wenn Sie Java zu Java kommunizieren wollen, können Sie natürlich das Objektgeflecht in irgendeine Java-spezifische Datenstruktur übersetzen. Das geht sehr einfach in Java. Es ist ein sehr, sehr einfaches und hübsches API, was dort angeboten wird. Praktisch ein Einzeiler. Da können Sie aber nur Java zu Java machen. Wenn Sie über verschiedene Programmiersprachengrenzen hinweg kommunizieren wollen, also über Systemgrenzen von Unix nach Windows und von PHP nach C Sharp, von C Sharp nach COBOL, von COBOL wieder nach JavaScript oder nach Go, können Sie natürlich kein Java-basiertes Format verwenden, weil Sie da in COBOL keinen Deserialisierer dafür haben oder Sie müssten aufwendig einschreiben. Und dann nehmen Sie natürlich ein plattformunabhängiges Format, sprich
etwas, was Sie eher so als Textdatei lesen könnten. Also da, das ist so in den letzten 10, 20 Jahren hat sich das etabliert, dass Sie dann sozusagen Menschen lesbare Formate wie JSON, JavaScript, Object Notation oder XML, die Extended Markup Language, nehmen. Wie gesagt, oder zwischen Embedded Systems, wenn Sie sozusagen nicht so viel Platz haben oder sehr kompakte Nachrichten schreiben müssen, nehmen Sie vielleicht ein selbst überlegtes Binärformat. Jetzt ist die Frage, was kann da relevant sein für die Entscheidung? Jetzt ist sozusagen der Branchenstandard scheint inzwischen JSON zu sein. Es gibt die älteren Systeme haben zum Teil noch XML unter der Haube. Warum XML, warum JSON? Was spricht für das eine, was für das andere? Sie haben eine XML-Datei, das ist ein sehr umfangreicher Standard vom W3C. Und das W3C hat zum XML auch noch eine Syntaxdefinition, das XML-Schema oder Document Type Definition. Das sind so zwei verschiedene Sachen, die Sie da machen können. Aber beides hilft, hilft Ihnen dabei, die Korrektheit einer XML-Datei zu validieren. Das heißt, Sie können sozusagen die Syntax von der XML-Datei definieren damit. Und die Möglichkeiten haben Sie mit JSON nicht. XML ist aber dafür ein sehr geschwätziges Format, was wir später noch sehen werden. Also es ist aufwendig zu parsen und die Länge der Datensätze, die Sie austauschen müssten, ist recht lang, weil Sie sehr lange Tags haben. Und also um einfache Informationen zu übertragen, haben Sie da zum Teil sehr viel Protokoll- oder Format-Overhead. JSON dagegen ist sehr leichtgewichtig, also die JavaScript Object Notation ist sehr leicht zu parsen, das gibt es in jeder Sprache, genauso wie bei XML auch. Ich habe aber etwas mehr Schwierigkeit mit der Syntaxprüfung, wobei es da auch Standards gibt inzwischen. Es gibt also auch parallel zum XML-Schema gibt es auch ein JSON-Schema, mit dem Sie sowas tun können, theoretisch. So, das waren jetzt erstmal die Grundlagen zum Thema Serialisierung und jetzt schauen wir uns das mal genauer an in den nächsten Videos. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.